Siedlungsstufe erhöht. Was ist los? Brennstoff. Warum? Habt ihr keinen Brennstoffmarktplatz? Oder Stand? Wie ist das möglich? Unglaublich. Da ist ein bisschen Geld weggeflossen. Gut, wir können. Die Bären sind weg. Ihr könnt aus der Bären, aus den Bären raus und rüber in die Bauernhöfe. Wir müssen uns langsam bereit machen, hier gleich die Ernte einzusammeln. Wir haben einen Haufen Weizen, der getragen werden will. Leinen kommen auch ganz gut rein. Wir sollten also wahrscheinlich die Kleidungsproduktion gleich irgendwo aufsetzen. Du machst keine Hühner mehr. Weißt du was? Du machst noch Hühner, bis wir Holzbretter haben, damit wir eine Schneiderei bauen dürfen. Haben wir. Warum also? Ah. Dann kriegen wir jetzt eine Schneiderei. Brauerei. Hier haben wir noch keinen spezifischen Typen draus gemacht. Aber wir können jetzt einen Typen draus machen. So. Was wie wir vorgehen, ist natürlich nicht das Effizienteste auf der Welt. Aber das wird schon gehen. Verkleidungsstand. Nein! Nein! Das ist nicht, was ich wollte. Was wollen wir mit 10 Bekleidungsständen? Was ist euer Defekt, Leute? Hier, macht den weg. Holt das Zeug ab, wenn ihr müsst. Aber in Erde erst in hier. Ist mir egal, wenn es kaputt geht. Setzt da Brennholz hin. Wir haben auch nicht mehr so viel. Das Land wird nämlich ziemlich entforstet. Wer hat einen Bekleidungsstand gebaut? Nein! Knick das! Brennholz, Leute. Brennholz. Die Erntezeit ist beendet. Sehr gut. Läuft. Lebensmittelstand. Nein! 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 Wie könnt ihr so kaputt sein, Menschen? Was fehlt euch? Taverne. Was? Kein Bier. Melzerei. Malz haben wir. Nicht mehr. Aber wir haben Gerste. Ich glaube, ihr stellt euch an, Leute. Ich werde mal wieder speichern. Man weiß nie, was nicht passieren kann. Ja, die wollen offensichtlich Bier, aber
Leute! Das ist jetzt kein Lebensmittelstand. Ihr habt das ganze Zeug hier. Ihr habt... Ich schlage euch alle kaputt, Leute. Hier ist ein wunderbarer Platz für einen Marktplatz, habe ich gehört. Oder hier. Hier passt aber keiner rein. Hier wäre auch annehmbar, weil hier Straßenanschluss fehlt. Nein, wir brauchen hier hinten einen weiteren Marktplatz. Nur 6. Wir wollen nur 6 Stände hier haben. Mehr nicht. Also ein bisschen mehr als 6 Spiel. Das sind 6. Das ist legal. Mindestens 3 Arten von Nahrung verfügbar. Ja, ich weiß, wir haben ja einen großen Speicher der Sachen abholt. Das Lebensmittellager ist. Ich weiß aber. Okay, wir brauchen noch eine. Wir brauchen eine weitere Kornkammer. Die einen da hinten ist überfordert. Oder wir brauchen mehr Leute in der Kornkammer. Apropos Kornkammer. Die dreschen noch. Die dreschen noch. Ja gut, von mir aus. Wir haben zwischen 47 Bretter. Bald ist es soweit. Ja. Ich sollte 80 Bretter haben. Bitte verschwindet nicht. Ich brauche euch. Ich liebe euch. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen weiteren Speicher. Das ist ein Lagerhaus. Wir brauchen einen Speicher nach dahin. Was war das jetzt? Spiel? Das wird erschreckend ominös, dass du meine Kamera einfach bewegt hast. Ja, die Brennholzhütte muss halt ein bisschen latschen, aber das ist in Ordnung. Das ist nicht mal euer allgemeines Lager, das ist ein Holzlager. Ihr verdammten Lügner, die ganze Zeit über. Schmeißen wir die Mühle mal an. Ihr seid jetzt hier frei. Ihr könnt auch raus, weil hier alles gedroschen ist. Das Korn wird dann abgeholt. Und dann laufen die Dinge hoffentlich. Das wird 10 Bretter kosten, ich traue mich nicht. Machen wir den Speicher also erstmal ein bisschen voll. In diesem Lagerhaus jetzt auch schon 2 Leute. Hatten wir nicht noch ein Lagerhaus hier drüben? Ja. Die haben wirklich Probleme, weil die einfach... Nun, die hätten gerne mehr Nahrung. Aber dann wird gerade gearbeitet mit den Ständen hoffentlich. Und hier ist die Taverne einfach aggressiv überfordert. Und ich weiß noch nicht ganz genau, warum. Wir haben Gerste bis zum Umkippen. Warum? Wo ist der Melzer? Der arbeitet einfach nicht. Geht's mit dem Leder zumindest klar? Ja. Grob so. Oh. Das sind viele Bögen. Denn wirklich, wir haben... Wir haben Gerste. Folgendes. In den Speicher hier hinten möchte ich nicht, dass Gerste eingeladen... Speicher kommt...
Moment mal, der erste kommt sowieso ins Lager. War? Dachziegel. Der erste ist hier. Der Speicher, den wir gebaut haben, hat übrigens spezifisch das Verbot, Bier einzusammeln, weil es ansonsten wieder stiehlt. Ja, der klaut das Bier. Das ist, was los ist. Deswegen geht den Leuten das Zeug aus. Weil der Dreck sagt, dass Bier für sich stiehlt. Unglaublich. Jedes Mal mit denen. Alles gemahlen. Alles Korn ist weg. Dann seid ihr hier frei. 70 Bretter. Wir kommen langsam wieder hoch. Wie geht's unsere Miliz sind alle wieder fast vollständig, aber es fehlt hier dran. Wir bauen jetzt die Erzgrube. Wir setzen auch eine direkte Straße, die direkt nach hier entführt. Damit dieses Lager es gleich einfacher hat. Wir können weitere Ochsen ordern. Wo haben wir noch Platz für Ochsen? Wo haben wir noch Platz für Ochsen? Wir haben keinen Platz für Ochsen. Spiel lügt nicht. Okay, folgendes. Jetzt habe ich genug von eurem Unsinn. Wir speichern. Wir bauen jetzt unsere verdammte Burg. Ich hätte das schon die ganze Zeit machen können. Jetzt wird Zeit, dass wir eine echte, schöne Burg bekommen. Pause. Verwaltung. Herrenhaus. Wir wollten die hier und das hier unten haben. Hier oben wäre auch eine Option, aber ich möchte es ein bisschen näher bei der Stadt selbst haben. Hier. Ja, let's go. Garnisonsturm. Kommt natürlich dazu. Dann eine Straße. Und diesmal ist es sogar eine Straße. Ich glaub's ja nicht. Mauern und Tore. Außentürme kommen nachher. Steueramt. Brauchen wir gar nicht. Bauen wir trotzdem. Mir egal. Können wir nachher einplanen. Zuerst bauen wir Mauern und Tore. Wir haben ein Budget von 94. Wir sehen im Winter gar nichts. Nein, Tor. Nein, lass mich. Also ich habe schon überlegt, ob wir einen Zwinger bauen möchten. Was bringt uns das bei sowas? So. Ich hätte ja vorgeschlagen, dass wir dieses Teil dann... So. Komm schon, das soll nur ein bisschen hübsch aussehen. Ist das zu viel verlangt, Spiel? Ist das zu viel verlangt? Da juckt die Nase erstmal vor lauter Freude. Nein, hörst du auf damit. Nein, lass das da stehen. Ich möchte das Tor ein bisschen einfallen lassen. Warum zickst du?
Nein, das bleibt da stehen. Was ist dein Problem, Thor? Lustigerweise sieht es immer noch nicht kacke aus. Ich habe keine Ahnung, warum. Hier fehlt irgendwie eine Ecke. Und das kriegen wir zu... Zur Hölle. Das kriegen wir auf jeden Fall zu fühlen. Warum ziehst du den mit? Ich will doch nur... Ich will nur den Abschnitt hier ein bisschen anders haben. Okay, folgendes. Nein, nicht committen. Das kannst du vergessen. Was? Wenn ich mit Alt drücke, so. Am Mauerpunkt. Wir können auch Mauerpunkte, Mauerpunkte einfügen. Nein! Und wir können die Krümmung noch anpassen. Das sollte ich auch noch bedenken. Also, das muss ich hier anschließen. Das muss hier ran anschließen. Nein, warum ziehst du den da? Hör auf, Mauer. Ich begehe Hassverbrechen. Weg damit. So. Neu. Warum bist du noch da? Ach, von mir aus. Wie dem auch sei. Wir müssen das halt so machen. Verlass eine Krümmung. Wenn wir was krümmen wollen, machen wir das selbst. So. Damit lässt sich schon mal arbeiten. Dann so. Dann, wenn ich jetzt mit Shift da drauf klicke. Ah, okay. So spielst du plötzlich mit, nicht wahr? So willst du plötzlich mitspielen. Na gut. Damit lässt sich arbeiten. Damit bin ich schon fast zufrieden. Garnisonsturm haben wir schon gebaut. Steueramt. Kann dann hier theoretisch an der Mauern rangequetscht werden. Nach dahin. Außentürme. Ich hätte schon gerne 4 Stück. So. Oder wisst ihr, ein 5er wäre auch nicht schlecht, um die Wahrheit zu sagen. Straßenverbindung ist versperrt. Das will er gerade, das sind keine Straßen. Ich wusste es doch. Straße. Es wird Palisaden statt Straßen bauen. Was ist dein Defekt? Ich glaube, es heißt einfach nur, dass man da rankommen muss. Und das ist schon angeschlossen genug. Aber dennoch, was? Lass das. Wenn das als Straße zählt. Nur so ganz theoretisch, das zählt als Straße. Aber das ist das falsche Modell. Aus irgendwelchen Gründen ist das falsche Modell. Nein.
Nicht bauen. Ich will das nicht. Ich will nicht das Gebäude drehen. Ich will im Baumodus sein. Schade, dass wir nicht in der Lage sind, die ganze Stadt zu mauern. Egal, wisst ihr was? Das ist mir egal. Committen wir zu dieser Burg, wie wir sie jetzt haben. Weg mit dem ganzen Baumaterial. Endlich! Die Mauer Kunst oder weg kann, das ist immer eine gute Frage, nicht wahr? So, zimmert mir das Teil hoch. Ich möchte, dass wir unser eigenes Gefolge endlich haben dürfen. Denn das ist, was uns das ermöglicht. Wir können ein eigenes Gefolge kriegen dann. Unsere eigenen Elite-Truppen. Und wir können dann Steuern einfordern, dass sie ein bisschen Geld hier von uns kriegen. Was wir definitiv brauchen werden. Außerdem möchte ich, dass die beiden Dinger aufgewertet werden. Lagos hätten wir zuerst machen müssen. Okay, die Leute erinnern sich gerade hauptsächlich daran, wie es mal gut war, deswegen... Mal sehen. Hier? Nein. Aus irgendwelchen Gründen wird jetzt hier gerade Holz gehackt, das sollte nicht passieren. Das Lager machen wir mal leer. Hier müssen wir förstern. Ganz, ganz dringend. Aber eigentlich... Okay, wenn wir hier einfach, also wenn es hier so läuft, dann ist es in Ordnung. Aber ich möchte deinen Arbeitsbereich verändern. Arbeite mal. Nein. Arbeite mal lieber in diese Richtung der Welt. Genauso wie bei diesem Holzfällerlager. Arbeitet mal hier. Und der Holzfäller hier oben weiß schon, was er zu tun hat. Ich möchte spezifisch, dass hier nicht weiter geholzt wird. Soweit wie es jetzt ist, soweit ist in Ordnung. Mehr aber nicht. In dieser Region förstern wir halt etwas richtig hart gegen. Okay, der Förster förstert hier rum. Ah, schön. Und der Förster förstert unsere Büfte zu. Ich glaube, wir sollten unseren Arbeitsbereich mal verlegen. Du kannst von mir aus sehr viel förstern. Aber mach das nicht, wo wir wohnen. Hier. Das Ganze. Das kann dein Bereich sein. Alles jenseits dessen, wo wir tatsächlich was zu tun haben. Außerdem können wir hier ein bisschen was hinsetzen. Was ist euer Defekt? Kein Lebensmittelstand. Ich kann nicht sagen, warum das so ist. Wir haben Bretter. Wir werden hier angelogen. Wir haben 14. Ah! Na also. So, jetzt haben wir eine Baumburg. Holzfäller, ich hab's mir anders überlegt. Du da hinten. Dein Arbeitsbereich. Also in sich weißt du schon, wo du hin musst, aber ich möchte gerade, dass du was Spezifisches wegmachst.
Das hier ist ein bisschen lächerlich. Andererseits, wisst ihr was, der wird das schon von alleine machen. Aber jetzt breche ich es frei, wie du willst. Wo ist das Problem mit euch? Wieso kommt die Nahrungsmittelvielfalt nicht rein? Wir haben Nahrung bis zum Umkippen. Gemüse, Brot, Beeren, wir haben sogar Eier. Hier ist das Lebensmittellager mit noch viel mehr Gemüse gefüllt. Aber die Leute kriegen keine Vielfalt. Was? Seinen Arbeitsbereich haben wir nicht eingestellt. Geh mal hier rüber. So, macht ein bisschen besser hier. Hier hatten wir noch ein Lager, das wir ausbauen möchten. Und ja, wir möchten es ausbauen. Warum? Na gut, wir hatten noch keine Rüstschmiede gebaut. Was wir als nächstes durchaus vorhatten. Die hier würde ich gerne aufwerten, aber die Bedürfnisse sind nicht erfüllt, weil die keinen Brennstoffstand haben. Machen wir einen Marktplatzbereich draus. Ich schaffe es immer an allem vorbeizuklicken, was ich eigentlich bauen möchte. Da. So, das ist zu viel. Setzen wir dann von hier aus nach dahin. Warum? Viel da. Hier kann auch ein Ochse rein. Brennstoff nimmt halt wieder ab. Aber wir mussten ihn ja auch erstmal verlegen. So. Oh, buhu, der Nahrungsmittelstand hat nicht genug Nahrung. Warum? Nein, wirklich, warum ist das so? Warum ist er da? Wo ist er gefüllt? Lebensmittelstand. Der ist nicht mal belegt. Da ist nicht mal Zeug drin. Aber dafür haben wir den großen Speicher hier drüben. Der ist hoffentlich bald belegt. Hört auf, was mit Ständen zu belegen. Gut, wir werden wahrscheinlich bald auf Holzkohle gehen wollen. Was ist die nächste Stufe überhaupt? 15. Das ist gar kein Problem, oder? Also die bauen wir jetzt erstmal auf Stufe 2 aus, sowieso. Die hier hinten verfügen über Hühner. Die haben noch nicht mal irgendwas festgelegt. Wir könnten hier eine Rüstungsschmiede reinsetzen.
Haben wir irgendwo eine Zweierhütte, wo wir ein Rüstungsschmied reinsetzen können, wo zwei Familien wohnen? Nö. Egal, Rüstungsschmiede. Wir haben keine Familien frei. Wir haben schon wieder Stände vorbereitet. Was ist los mit euch, Leute?